So, Freunde, nachdem ich es geschafft habe, meinen lieben Controller an mein PC zu knüpfen, würde ich sagen, spielen wir weiter mit Super Punch Out. Ja, das war die Einleitung. Nein, willkommen zurück beim Let's Play Mini von Super Punch Out. Und wir machen weiter mit dem zweiten Cup. Und da haben wir gleich Bob Marley. Und ihr seht schon, ich werde ein bisschen skinniger, weil ich habe, wie gesagt, meinen Controller jetzt an. Und zack. Und da geht er jetzt erstmal auf die Bretter. Ja. Sorry, dass es so lange gedauert hat, bis ich hier meinen zweiten Part hochladen bzw. aufnehme. Na? Na? Mr. Marley, was machen Sie denn? Yay! Der kann's aber auch nicht lassen. Und tschüss. Ja, aber ich musste erstmal, wie gesagt, meinen Controller da an den PC anknüpfen. Irgendwie bin ich da ein totaler Technik-Noob gewesen. Macht aber nichts, denn jetzt geht es natürlich endlich mal weiter hier. So, Bob Marley ist... Warum sag ich immer Bob Marley? Bob Charlie. Verdammt. Ist Geschichte. Und uns erwartet schon der nächste Gegner. Neuer Rekord. Was? 42 Sekunden, das ist kein Rekord, das ist Kindergarten. So, Dragon Chan! Hongkong 22. 15 Siege, 7 Niederlagen. Ah, wir werden uns mit dem Gesicht nach unten finden, wenn wir aufwachen. Okay, alles klar. Ich finde den Ansager übrigens so geil, wenn er sagt: Dragon Chan! Fight! Haja! So, er macht hier schöne Kung-Fu-Schläge. Zack! 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 Und tschüss! So, dann geht er down. 5, 6. Ja, den Ringsprecher finde ich auch ziemlich geil. Ah, nein, der heilt sich doch nicht ernsthaft. So. Ah, jetzt kommt er mit seiner Ultra-Attacke. Oh nee, nicht nochmal. Oh nee, oder? Ich fail ja gerade wieder sowas von, das gibt's ja nicht. Na, 44 Sekunden, das ist schwach, lieber Cypher, das ist sowas von schwach, aber. So, der kommt nicht bei 8 hoch, normal bleibt er liegen. So. Und tschüss. So, immer in die Magengrube. Unfair, wie ich bin. Ach ja, so, warten noch zwei Gegner auf uns, bevor wir auch schon wieder zum Ende vom Part kommen. Aber das zieht sich ja jetzt noch ein bisschen hier. So, erstmal kommt die Mexikaner Mucke. Ja, ich bin ein bisschen aufgedreht, weil ich endlich wieder Super Punch-Out aufnehmen darf. Habe ich mich sehr drauf gefreut. Einfach, weil ich dieses Spiel abgöttisch liebe. Und ich mich auch schon freue auf den Champ in diesem, ja, Cup. Guck! Das klingt immer wie... Guck! 1, 2 und... Guck mal! Spit him in the eyes! Nein, nicht mit uns. Ja. So, 24 Sekunden. 6, 7. Sehr schön. Der kriegt bei 7 noch so viel Leben zurück. Das finde ich irgendwie ein bisschen... Zack, 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 zack. Schnelle Schläge. Links, rechts, 1, 2, 3. Zähl ihn aus. Zähl ihn aus. Jawohl. Er bleibt liegen. Mensch, er hat doch endlich mal hier ein KO gelandet. Wahnsinn. So, da hat sich's mit dem Mexikaner auch schon wieder ausgemexikanert. 36 Sekunden. Wow. Und jetzt.
der Champ, Mr. Sandman aus den USA, 28 Jahre alt, 29 Siege, 3 Niederlagen, dass der nur im Major Circuit ist, das wundert mich ja wirklich. Und ich habe gesehen, es gibt ja ein Spiel für die Wii, da ist er der oberste Champion. Wahnsinn, kann ich da nur sagen. Mal sehen, vielleicht besorge ich mir das auch irgendwie nochmal. Mal schauen, mal schauen. Weil ja irgendwie so ein bisschen die Nostalgie dann flöten geht. Na gut, jetzt gibt's erstmal für Mr. Sandman 1 auf die Glocke hier. So. 3, 3 und zack. So, der macht nämlich keine Bauchschläge. Bei dem müsst ihr nämlich aufpassen, immer in den Bauch. Beziehungsweise immer in den Bauch ist auch verkehrt. Aber wenn er die heftigeren Schläge macht, dann könnt ihr ihm ins Gesicht schlagen. Wenn nicht, nehmt lieber den Bauch. Oh ja, da war ihm schwindelig. Gute Nacht. Nein, der steht natürlich wieder auf. Und so ein Champ, der lässt sich ja nicht unterkriegen hier. Oh, da hat's kurz gelackt. Unfair. Ah, der Lack hat mich jetzt ernsthaft den Superschlag gekostet. Na ja, gut. Was zur Hölle? Oh. Fraps, was machst du mit mir? Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Ja, TKO, Mr. Sandman, der hat am Ende ziemlich dann doch noch auf die Nase bekommen von mir. Und wir sind fertig mit dem Major Circuit. Oh mein Gott, unglaublich. Das geht, wie gesagt, ratzfatz. Wie gesagt, das ist ein Spiel, dauert... Keine Ahnung, man kann es, glaube ich, in 20 Minuten durchspielen, wenn man richtig gut ist. Nicht so wie ich. Und ich will mir jetzt noch meinen schicken Gürtel angucken. So, 57 Sekunden ist okay. Nicht überragend. Ich glaube, es gibt einen, der fertigt den in 13 Sekunden ab oder so. Wenn ihr mal einen Speedrun sehen wollt, schaut nicht meine Videos. Wobei ich mich natürlich freue, wenn ihr meine Videos guckt, aber... Ja. Alles klar. Ich brauche keine weiteren Worte zu sagen. So, Major Circuit clear. Congratulations. New Champion Cypher. Ja, Rekord. Dritter, dritter, erster, zweiter, zweiter. Also einmal habe ich meinen eigenen Rekord geschlagen. Zumindest haben wir nicht verloren. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn es heißt Let's Play Mini mit mir, Cypher Squad LP. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.